Und er findet es ziemlich klasse, dass wir alles zu Klump hauen. Und deshalb machen wir das auch einfach mal schön weiter. Nur suche ich jetzt gerade immer noch Viecher, die etwas leichter sind. Quatsch, etwas schwieriger sind, damit wir mehr Erfahrungspunkte kriegen. War hier nicht noch irgendwo? Nee, war nicht. So. Das finden wir und machen wir kaputt. Das findet unser Gott ganz, ganz toll. Wundervöllig. Den kriegen wir jetzt nicht, der ist zu stark. Ach komm, wir haben vorhin schon so viel gesammelt. Das reicht doch jetzt alles auch aus. Der macht und. Ach shit, den hätte ich mir aufheben sollen. Egal. Mach kaputt, was ist da unten? Mach kaputt, mach kaputt. Ah, genau, toll. Mach kaputt, mach kaputt. Den kriegen wir auch noch kaputt. Der macht uns Schaden. Der macht uns keinen Schaden. Je nachdem, wie übermächtig man dann ist und was. Ich weiß nicht genau, womit es zusammenhängt. Ui, schön, 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 schön. Je nachdem, womit es zusammenhängt, kriegt man entweder von den Gegnern wie hier überhaupt keinen Schaden, weil ich einfach zu stark bin. Plopp, tot. Und jetzt passt das aber tot. Je nachdem passt das dann oder halt nicht. Wovon das genau abhängig ist, kann ich leider nicht sagen. Den kriegen wir so, hops. Und dort, 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 weiter. Ich muss mir noch überlegen, was für Musik ich nachher hier unterlegen werde, weil hier ist einfach nur Stille. Hier ist nichts, gar nichts. Totenstille. Nichts Interessantes. Aber wir haben jetzt 90 Piety, das heißt, wir können die Gabe Rage aktivieren. Torak will add 50% Bonus Damage to your attacks, but sets your maximum mana to 1. Das ist für uns nicht schlimm. Jetzt machen wir allerdings 103 Schadenspunkte. Genau, das ist toll. Und kriegen wieder einen weiteren Boost. So. Kaputt. Und Mist, es reicht so nicht ganz, es reicht nicht ganz. Es reicht nicht ganz, weil hierfür brauchen wir 15. So ein Mist. So, jetzt schauen wir einfach mal, ob wir genügend zusammenkriegen, um den auf den Kopf zu hauen. Und wie ihr seht, reicht es nicht. Das ist schlecht. Das ist schade. So, damit hätten wir unser erstes Dungeon verloren. You die. Ich frage mich gerade, warum ich eigentlich keinen Ton habe, weil der Ton ist hier eigentlich auch angeschaltet. Lay of the Spirits didn't consume any mana potions. Ja, toll. Altar Boy earned at least 50 piety from the gods. Am Ende kriegt man hier immer einen Total Score. Das kann man in der Weise lustig machen für, was weiß ich, sowas auch. Ein Let's Play Together oder ein Let's Score, wenn man das so zusammenspielen will und gucken will, wer die besten Punkte zusammenkriegt. Sound. Was ist das schon wieder? Ich will doch Sound anmachen, verdammt. Maus Event, bla, Error Opening File. Ja, ignore. Ignore. Abort. Ja. Ja, toll. Gut gemacht. Okay, das war's hier erstmal mit der ersten Folge. Keine Ahnung, wie lange das jetzt gedauert hat. 19 Minuten. Wisst ihr was? Dann machen wir es einfach nochmal, aber jetzt halt im schnelleren Durchlauf. So. Pack, wieder weg. Etwas warten wir noch. Wir haben noch 10 Minuten dafür, dann kann ich das schon mal in zwei Parts machen. Das ist toll, das ist lustig. So, dann seht ihr wieder alles und mach dich mal wieder kleiner. So, da das eben nicht so gut geklappt hat, nehmen wir jetzt mal den Dwarf. Dadurch kriegen wir mehr Lebenspunkte und mit dem Fighter machen wir das jetzt nicht. Potions restore both. Ja, dann nehmen wir doch Thief and Human, weil das ist, denke ich, erstmal eine gute Kombination.
Puff, puff. Puff, puff, puff. Was ist das denn? Das ist Tiki-Toki. Aber für Tiki-Toki haben wir nicht genug Geld. Tiki-Toki will zu viel Geld. Das kann man schön behalten. Das wird dann noch praktisch. Ist hier kein Stufe 2er. Ach, verdammt. Aber jetzt haben wir... Scheiße. Das kriegen wir doch nie im Leben hin. Was sollen wir denn zu klumpern? Die sind doch alle viel zu stark. Ah, scheiße. So. Boah, die machen viel zu viel Schaden. Das kriegen wir doch nicht hin. Ach, scheiße. So, wir waren gefangen. Und versuchen das einfach direkt nochmal. Hoffentlich mit mehr Glück diesmal. Zap. Die Zauber werde ich vielleicht dann erklären, wenn ich sie wirklich nutzen will oder werde. Das ist eigentlich eher so ein kleineres Let's Play, was ich hier jetzt mache. Allerdings kann man damit doch trotzdem schon einiges an Zeit verspielen. Eigentlich ist es nur so ein Click-Adventure die ganze Zeit hin und her und hin und her und dich kriegen wir. So. Dann hauen wir... Wen hauen wir denn zu Klump? Was haben wir denn jetzt eigentlich? Wir haben keine Effekts. Extra Initial Damage, more Items. Okay. Kaputt. Schauen wir weiter. Auf Stufe 3 ist hier nichts. Dann hauen wir die 1er erstmal so zu Klump. Ja, noch mehr. Kaputt, kaputt. Keine Stufe 3er. Was ist denn los, Leute? Der hat First Strike. Den kriegen wir nicht kaputt. Aber die... Was mache ich denn? Paff. Zaubern wir dich halt tot. Das geht halt auch. Stufe 4. Jetzt kriegen wir den aber. Das ist schön. Ein Feuerball auf dich. Victory. Hey. Wir haben es mitten in der Nacht. Und haben noch 7 Minuten für den Durchgang. Wir sind Stufe 4 und wir machen bestimmt viel zu wenig Schaden. Egal. Wir knülzen einfach drauf, weil wir es können. Weil wir jetzt bestimmt keine passenden Gegner mehr finden. Dracul ist auch ein interessanter Gott. Hat einiges mit Opferung zu tun. Allerdings darf man dann nicht mehr zum Beispiel die Zombies töten. Weil alles, was untot ist, gehört zu Dracul und das mag er überhaupt nicht. Denn this is an altar to Dracul, the Undying, Master of Necromancy and Forbidden Magic. Bleh. Gregi, was geht hier ab? Mana Potion. Nein, danke. Angriff. Ja, Angriff ist immer toll. So. Aber die kleinen Creeps, die können wir uns nachher noch aufheben. Denn jetzt kloppen wir uns hier erstmal durch die Weltgeschichte. Kloppen wir uns durch die Gegnermassen. Die hoffentlich stärker sind. Reicht das? 29, das reicht. Das ist toll, das ist gut. Können wir... Okay, ein weiterer Boss. Dieser Boss ist Lord Gob. You weak, pathetic, flimsy meat sack. I'll cleave your head open, crush your eyeballs into jelly and tear your skin off. I'll boil your blood, crush your insides, and then drink it all out of your cracked and rotting skull.
I'll stomp my boot upon your forsaken corpse, and until you wretched souls start screaming in the afterlife, you shall die a thousand times over for crossing me. And now even the gods shall dare cross my path until I am done making your existence so miserable and so ridden with the nails in my club that history itself begs to forget you. Regards. Ja, ja. So. First strike, physical resistance, magic resistance. A lot bigger than the average goblin. Mhm. Der ist schon etwas übler und ich denke, für den brauchen wir nachher auch unseren Kampfboost. Unseren Boost im Schaden machen und so. Mhm. Dich kriegen wir auch kaputt. Dann sind wir wieder ein Level höher. Ja, increase base damage by 5. Fine sword. Das ist immer schön, kostet allerdings auch 25. Was auch interessant ist, dafür, dass man nicht nur ein Spiel spielt, sondern eigentlich mehrere, ist, dass man das ganze Gold, was man behält, für die nächsten Runden auch noch behält, also übrig behält. Egal, ob man jetzt gestorben ist, verdammt, oder eben nicht. Dich kriegen wir jetzt aber auch kaputt. Hopp, hopp, hopp. So. Wir sind auf Stufe 7, haben noch keinem Gott gehuldigt. Das ist schade. Dich kriegen wir. Klopp, tot. Da ist Glowing Guardian. Nein, dich will ich nicht. This shining golden altar belongs to the Glowing Guardian, patron deity of holy warriors. He upholds honorable behavior, crusades against necromancy and offers loyal followers divine protection. Das machen wir allerdings nicht. Obwohl der uns dafür heilen würde, was wir momentan noch nicht brauchen, aber der mag es zum Beispiel nicht, wenn wir schwächere Gegner töten. Und weil wir uns ja jetzt hier die Schwächeren aufheben, weil die Stärkeren uns einfach mehr Erfahrungspunkte geben, sammeln wir das ein. Zack, weg damit. Und... ja, etwas Stärkeres als Stufe 8 sehe ich jetzt gerade nicht. Das ist schade. Hier was Stufe 6. Ja, dann werden wir wahrscheinlich auch nicht so viel mehr finden. So. Übrigens kann man auch immer schön darauf achten, dass man hier solche Ecken, wie hier, wenn man hier steht, man deckt immer so ein... Einser Feld um sich herum auf, so im Endeffekt, dass man so ein 3x3 Feld, also insgesamt 9 Felder frei sieht. Man kann immer darauf achten, dass man hier an der Ecke dann auch nochmal so ein schwarzes Feld freilegt, damit man sich ein bisschen regeneriert. Ach komm, wir kloppen uns jetzt hier einfach mal durch. Stufe 8, klopp, tot. Tot. Tot, tot, tot. Ja, alles muss sterben. Nur wegen uns. Wenn wir jetzt noch 10 Gold finden würden, könnten wir das... wäre praktisch. Aber ich frage mich gerade, Stufe 10 werden wir, glaube ich, so nicht mehr erreichen. Außer da oben ist noch irgendwas. Aber nein. Ah, das ist schlecht. Das ist schlecht. Egal, wir kloppen uns einfach durch und schauen, was passiert. Wem das zu schnell ist, der kann ja anhalten. So, und jetzt habe ich ein kleines Problemchen, glaube ich. Ah, nee, ach Quatsch. Quatsch, das reicht ja voll und ganz. Haha, es reicht ja für hinten und vorne. Es reicht ja, wenn ich den nur mit den Zaubern platt mache. Zapp. Reicht das echt komplett? Ha, das reicht komplett dafür. Also wir sind jetzt Stufe 9 und wir machen jetzt 36 Schadenspunkte damit. Auf Stufe 10 würden wir 40 machen. Das heißt, pro Stufe machen wir
jeweils 4 Schadenspunkte und wir haben unseren ersten Boss besiegt. For slaying the boss with this class, you have unlocked the following extra features. The new items. Shop will now randomly stock slightly more powerful items. New class. You now have access to the Rogue class, a quick and crafty combatant who excels at avoiding damage. New enemy. Dungeons will now randomly spawn Gorgons, terrifying creatures that attack with a gaze that instantly kills injured heroes. As a surviving hero, retire to exit the dungeon. Wundervoll.